Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute noch mit dem Jurassic World Video. Zu später Stunde. Kam was dazwischen, hatte ein paar Sachen zu tun. Aber ihr wisst, jeden Freitag eine Folge Jurassic World Alive. Und diese Woche hatte es richtig krass in sich. Genau, so. Und los geht's. 1400 von dem, krass. 1100 von dem. Also die gehen schon ab. 241 von dem. Der ist neu, den kann ich mir jetzt erschaffen. Schon nicht schlecht. Und nochmal 254 von dem. Den kann ich auch aufleveln. Und ihr seht, einen 24-Stunden-Inkubator habe ich auch noch am Start. Der folgt irgendwann die Tage. Also das Spiel geht momentan richtig krass ab. Es kam ja ein großes Update letztens. Und ja, es macht echt eine Menge Spaß seitdem. Die Spawns haben sich geändert. Es gibt viele seltene Pokémon. Nicht Pokémon. Viele seltene Dinos. Viele Epics. Und das macht das Spiel echt... Ich habe echt immer Bock. Weil es gibt so viele neue Dinos, von denen ich noch nicht so viel habe oder noch gar nicht sogar. Und was jetzt neu kam diese Woche, neues Event. Und zwar, es gab sogar zwei neue Events. Als erstes gibt es so ein Gold-Event. Ich weiß gar nicht, wie lange das andauert, aber es sind überall irgendwelche Goldtruhen, Schatzkisten. Und in der Kiste sind 2500 Gold, was halt abnormal ist. Das Gold braucht man zum Pushen der Dinos. Ist so ähnlich wie Sternstaub. Und irgendwann wird es halt echt teuer. Bis Level 11. Dann kosten die schon 2000 für die eine Stufe auf 12 und dann auf 13 kostet es 4000, glaube ich. Dann 6000, dann 8000. Also ihr seht, es wird immer mehr und mehr. Und 2500 ist halt echt krass. Und das läuft halt, wie gesagt, eine Woche oder so. Und ich check gerade gar nicht, wie hoch das Limit ist. Da stand irgendwas mit 10.000, aber die habe ich eigentlich schon längst überschritten. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie viele Truhen man am Tag öffnen kann. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Aber dadurch kann man echt so viel Gold machen. Ich habe jetzt 70.000, glaube ich. Also dann demnächst ein krasses Push-Video, wo ich echt ein paar krasse Dinos auf ein hohes Level hochpushen werde. Das nächste Event, was gekommen ist, also momentan geht es richtig krass ab in Jurassic World Alive, sind Strike Tower. Oder irgendwas mit Strike auf jeden Fall. Das sind so Duelltürme. Die kann man bestreiten. Und einmal geht es nur pro Event. Und dann kriegt man ein paar Belohnungen, abhängig davon, wie weit man im Turm gekommen ist. Heute kam der zweite Turm. Beim ersten Turm, das war ziemlich leicht. Es gab drei Stufen. Und ja, der Turm war ziemlich leicht. Heute war er schon ein bisschen schwieriger, aber immer noch ziemlich leicht. Es gibt eine Belohnung, eine mittlere Belohnung und dann gibt es nochmal eine Belohnung zum Ende des Turms. Ich blende es hier eh nebenbei ein. Also wie gesagt, die erste Stufe war recht leicht. Das ist heute ein bisschen schwieriger, aber immer noch ziemlich leicht. Ich denke, es wird konstant schwieriger. Die Belohnungen sind auch relativ solide, also dafür, dass es einfach umsonst und extra ist, schon nicht schlecht. Ansonsten habe ich sogar zum Schluss noch einen 12-Stunden-Inkubator für euch. Nochmal 3000 Gold, 2000 DNA von dem, das war sogar ein Event-Dino, also relativ unnötiges Event. 300 DNA von dem, 135 von Charlie, das ist nicht schlecht, das ist ein Raptor, also momentan geht es echt ab. Ich habe viele krasse Inkubatoren am Start, ich kriege auch andauernd 8-Stunden-Inkubatoren. Wie gesagt, das mit dem Gold-Event ist krass. Das mit den Strike-Towern ist krass. Neue Spawns die ganze Zeit. Also momentan macht das Spiel so viel Spaß. Ihr solltet es auf jeden Fall abchecken. Aber ja, das war es eigentlich so von mir. So ein kleines Update, was die Woche ging. Wie gesagt, Gold, viele, viele Spawns. Das mit den Strike-Towern und die ganzen Inkubatoren. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber das war es auch schon wieder von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Und ob ihr auch so viel Spaß an dem Spiel momentan habt, so wie ich. Und das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab, vergesst nicht. Jurassic World Alive macht echt eine Menge Spaß.